Servus zusammen, willkommen hier zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2019 auf der Felsbrunn. Und wir werden jetzt mal hier das erste Mal düngen. Das habe ich glaube ich bis jetzt noch nicht gemacht. Oh, das Ding ist breit, Wahnsinn. So, wir haben 1300 Liter drin. Spritze an, Gas geben. Und sehen wir, wo wir gedüngt haben und wo nicht. Nicht wirklich. Jetzt muss ich mal gucken. Nimmt der den Dünger überhaupt an? Also ich. Wieso sagt er jetzt hier 100% gedüngt? Oder war das nur da drüben, wo es nicht gedüngt war? Hier ist 0. Gut, mein Fehler, mein Fehler. Ach, dann war ich hier durch das Pflügen oder beziehungsweise das Gras unter Pflügen war wohl das praktisch schon dadurch gedüngt. Jetzt fährt der Johnny hier rückwärts den Berg hoch. Muss man auch nicht kapieren. So, dann dasselbe nochmal von vorne. Wir fahren hier nochmal ein bisschen ran. Spritze an und Gas geben. Ah, jetzt sehe ich auch einen Unterschied. Guck mal. Ja, das sieht doch besser aus. Das heißt, wir düngen jetzt hier das Feld. Und dann werden wir, wenn der Johnny dann endlich fertig ist, mit dem unsere Silageballen verkaufen fahren. Das müssen wir unbedingt machen, weil wie man sieht, unser Geld ist fast weg. So, der Helfer G hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das ist doch schön. Dann übernimmt der Helfer jetzt hier. Ja, ich weiß, ich stehe im Weg. Und wir schnappen uns hier unseren John Deere. Können im Grunde ja gleich mal noch das Saatgut auffüllen. Ich weiß jetzt nicht, was von den Big Packs, die jetzt beim Händler da stehen, noch Saatgut ist. Mal gucken, ob wir hier über das Mäuerchen drüber kommen. Ah, guck mal, hier ist es nicht so hoch. Ei, 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 upsel, upsel. Geht doch, geht doch. So. Hier macht er schon mal. Das ist gut. Das scheint Saatgut zu sein. Das ist aber schon weg. Das ist dann wohl kein Saatgut. Dann ist das irgendwie Dünger oder Kalk oder was auch immer. Was haben wir hier? Auch nicht. Oh, das ist Saatgut. So, volles Zimmer. Ja, dann geht das Maschinchen auch hier irgendwie zu unserem in Anführungsstrichen Hof. So, das heißt, der kommt rückwärts hier hingestellt. Hinten abkuppeln und das Ding kommt einfach vorne dran. Da wird das ja eh nur in Kombination benutzen können. Ist das ja nicht das Problem. So, jetzt geht's an die Silageballen. Oi.
So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, wo wir denn damit hin dürfen. Gut, ich gehe mal davon aus, da das Ballen sind auch nur 233. Das ist jetzt nicht wirklich viel, aber naja, egal. Zur Scheune. Das war doch irgendwo da vorne rum, hier hoch. Genau, ja. Finden wir den Weg. Rundumleuchte an, bitte. Und ab geht's. Also der Silagepreis ist jetzt nicht wirklich sonderlich hoch. Also ich habe den schon höher gesehen. Aber 233 auf 1000. Das heißt, grob gesehen ist es ein Tausender pro Ballen. Und das ist schon gut. Das ist schon gut. Das heißt, wir machen jetzt irgendwie knappe 15.000 mit den Ballen. Boah. Für das, dass wir, ja, wir haben 60.000 ausgegeben für die Mähgeschichte. Den Rest hatten wir ja schon, also müssen wir viermal mähen und dann geht es. Oh, der Helfer B wird durch ein Objekt blockiert. Das ist nicht gut. Da müssen wir gleich mal gucken, was da los ist. Aber erstmal will ich zumindest eine Fuhre hier verkaufen. So. So, 7.400, gut. Während der zusammenklappt. Ach, das sind hier wieder die Gerätschaften. Komm. Dann übernehmen wir mal schnell. Das ist auch blöd, ist dieser eine kleine schmale Streifen, der hier jetzt noch offen ist. Aber egal, gedüngt werden muss. Und wie man sieht, wir haben jetzt knappe 500 Liter verbraucht für den, für das ganze Feld hier. Das geht auch. Wir hätten vielleicht jetzt den Streifen hier nicht unbedingt machen müssen, aber wenn schon, denn schon. Wir wollen ja ordentlich arbeiten. So, und dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt anstellen, während unsere Felder wachsen. Ich gehe mal davon aus, dass wir einfach gucken, dass wir irgendwo Lohnaufträge bekommen und da erstmal für fremde Bauern ein bisschen arbeiten werden. Was anderes bleibt uns ja im Grunde gar nicht. So. Aber erste auf jeden Fall mal noch die zweite Fuhre Ballen verkaufen. So, den lassen wir einfach mal hier stehen. Der ist zusammengeklappt. Ja. Boah. Einmal da dagegen gedonnert. So. Auf wie geht's? Auf wie geht's? Gut, wir könnten aber rein theoretisch auch sagen, dass wir mit dem Ballenverkauf erstmal warten, bis sich der Preis vielleicht ein bisschen besser aussieht. Und das war das Stoppschild. Gut, ich habe keins gesehen, deswegen sind wir auch hier voll Stoff drüber gedonnert. Ja genau, wir werden mit dem Ballenverkauf bis am Minimum irgendwie über 250 ist mit den bei den Silageballen. Die können ja da rumstehen, das macht ja nichts. Geld haben wir noch. Und dann gucken wir jetzt gleich mal nach einem Missionchen für uns.
Wir können ja einiges auch schon mit unseren eigenen Geräten machen, da wir doch das eine oder andere haben. So, dann lass uns doch einfach mal gucken, was angeboten wird. Ernten, oh nee, Kartoffeln will ich nicht. Düngen, 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 Feld 29. Ernten, Feld 10. Feld 9, nee, will ich auch nicht. Maisgebiss haben wir nicht. Was haben wir hier noch? Erntenfeld 5. Feld 5, das hört sich doch gut an. Raps auf dem Feld 5 und bringe die Erzeugnisse zur Bahnstation Mühle. Wir haben Drescher, wir haben Abfahrer. Machen wir. Ich habe keine Ahnung, wo Feld 5 ist. Hallo? Oh, da oben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ist ein Stückchen. Aber machen wir. Machen wir, machen wir. Beziehungsweise ich denke mal, es wird dann heute eher drauf rauslaufen, erstmal die Maschinerie da hochzubringen. Und dann werden wir in der nächsten Folge hier arbeiten. Vielleicht muss ich mal gucken, müssen wir hier, genau hier, hoch, hoch, hoch. Hoch, 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 ganz hoch. Wow. Ja, hier mit dem Anhänger geht es ja noch relativ zügig, aber nachher mit dem Drescher da hochfahren. Das wird spaßig. So, jetzt erstmal blinken, vorbeiziehen. So, wo fährst du hin? Biegst du ab? Biegt na klar nicht ab, Gott. Also überholen wir und gucken uns mal dabei. Oh, da kommt Gegenverkehr. Gucken uns mal so ein bisschen die schöne Landschaft hier an. Ah, hier geht es dann doch schon ein bisschen berghoch. Nee, hier müssen wir noch nicht rein. Das müsste erst irgendwo. Ja, hier sieht es doch so aus. Bin ich hier richtig? Ach, wir müssen bis zum Feld 3 irgendwo da hoch und dann wieder zurück, oder? Warte mal jetzt. Oh Gott, wir müssen wirklich da hoch beim Sägewerk vorbei und dann irgendwo hier hinten rum. Boah. Gut. Man hätte vielleicht vorher auf die Karte gucken sollen, wo die Mission ist. Also das mit dem Drescher da hochbringen, das wird ja eine große Tour werden, ja. Aber wir haben es uns jetzt ausgesucht, dass wir das machen wollen. Also machen wir es auch. Ganz einfach. Ja, hier Wasserfall. Guck mal an, das richtig hier ins Hochgebirge, wo wir jetzt hier hin müssen. Uns wäre ja auch, wenn wir die Mission mit Mietgeräten gemacht hätten, hätten wir die auch vom Shop hochfahren müssen. Das ist ja im Grunde derselbe Weg. Und so haben wir halt ein bisschen mehr Einnahmen, weil wir es eben mit unseren eigenen Geräten machen. Ah, das ist ja Wahnsinn. Aber guck mal, schön gemacht hier dieser Sturzbach, sag ich jetzt mal.
So, guck mal, da oben müsste schon das Sägewerk sein. Das heißt, da haben wir gesagt, da müssen wir rechts rum. Und dann irgendwie hier über eine Brücke drüber. Mal gucken, ob wir die sehen. Also hier ist das Sägewerk auf jeden Fall schon mal. Ach hier, guck mal an. Cool, cool, cool. So, und dann müsste das Feld da unten sein. So, irgendwie hier so ein Ausflugshof. Da rauschen wir jetzt einfach mal hier so mittendurch. Upsa. So, da haben wir den Abfahrer schon mal hier. So, jetzt bist du dran, mein Freund. Ein weiter Weg liegt vor uns. Ich weiß, dass wir das jetzt in dieser Folge nicht schaffen werden, den da hochzubringen. Das heißt, ich werde den dann nach Beendigung der Aufnahme selbstständig hochfahren, damit wir morgen da dann mit der Ernte anfangen können. Der fährt 25, also das wird dauern. Können wir mal ein bisschen hier raus zoomen. Ah. Fang bloß nicht an zu hupen, du da hinter mir. Ich mach mal meine Rundumleuchten an. So. Gucken, folgst du mir, oder? Ich guck, sonst hätte ich dich auch mal vorbeigelassen. Ich wäre nett gewesen. So, dann ziehen wir jetzt einfach mal hier noch ein bisschen weiter. Oha, wo geht's denn hier hin? Oh, das wird wohl nur so ein Aussichtsparkplatz sein. Vermute ich mal, weil da ja der Wasserfall ist. Gucken wir mal, oder? Ah, ne, das geht da irgendwie weiter. Naja. Ja, so gut. Wie gesagt, ich fahre den jetzt noch schnell komplett hoch und dann können wir in der nächsten Folge hier loslegen mit der Ernte von unserer ersten Mission hier in Felsbrunn. Ich sage aber erstmal Tschüss für heute. Wir sehen uns, wie gesagt, upsa, morgen wieder um 8 Uhr zur nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut und Tschüss.